Herzlich willkommen in Genf, in der Schweiz. Die Schweiz liegt südlich von Deutschland, in Europa. In der Schweiz gibt es Regionen, in denen man Deutsch, Italienisch, Französisch oder Rätoromanisch spricht. In Genf, da spricht man Französisch. Deshalb steht auf allen Schildern nicht Genf, sondern Genève. In Genf gibt es viel zu entdecken. Seid ihr bei den Pfadfindern? Wusstet ihr, dass es in Genf das Büro der Weltpfadfinderorganisation gibt? Das Logo der Weltpfadfinderorganisation ist eine Lilie auf lilanem Untergrund. Um die Lilie herum ist ein Seil und unten ein Knoten. Den Knoten nennt man Weberknoten. Das Seil um die Lilie herum bedeutet, dass alle Pfadfinder auf der ganzen Welt zusammenhalten. Leider können wir euch in diesem Haus nicht viel zeigen. Hier arbeiten 7 Menschen, die in ganz normalen Büros sitzen. Deshalb ziehen wir jetzt weiter. Und zwar zu einer Universität. Da sitzen auch Menschen, aber jüngere Menschen. Und sie sitzen da, um zu studieren und zu lernen. Diese Universität würde es ohne Johannes Calvin gar nicht geben. In Genf gibt es ein Reformationsdenkmal. Das ist eine Wand aus Stein, auf der man viele wichtige Reformatoren abgebildet hat. Das hat man gemacht, damit die Menschen sie nicht vergessen und sich auch daran erinnern, was zum Beispiel Calvin in Genf gemacht hat. Und das ist Calvin. Neben Calvin stehen Farel, Beza und Knox, die auch alle Reformatoren waren, in der Schweiz, in Frankreich und Schottland. Über dem Denkmal steht Post Tenebras Lux. Das heißt, nach der Dunkelheit leuchtet das Licht. Und das bedeutet, dass man durch die Reformation wieder Licht gesehen hat, wieder Hoffnung hatte, weil man erkannte, dass man nicht Geld bezahlen muss, wenn man einen Fehler gemacht hat. In der Genfer Kathedrale, da steht noch Calvins Stuhl. Auf diesem Stuhl hat er gesessen, wenn er in der Kathedrale war, um zu predigen. Schade, dass Fribo nicht hier ist. Der könnte uns bestimmt sagen, aus welchem Holz der Stuhl ist. Als Calvin 55 Jahre alt war, starb er in Genf. Das hier ist sein Grab. Zum Gedenken an Calvin gab es eine Sonderbriefmarke. Habt ihr schon mal eine Sonderbriefmarke gesehen? Die gibt es heute auch noch. Mal sehen, wo wir in Genf noch eine Post finden. Eine Postkarte an Fribo mit dieser Briefmarke, das wäre klasse. Vielleicht nehmen wir eine Postkarte vom internationalen Viertel. Das heißt so, weil es in Genf viele internationale Organisationen gibt. Das sind Firmen, die auf der ganzen Welt arbeiten und hier in Genf ein Büro haben. Eine dieser Organisationen zeigen wir euch jetzt. Und zwar die Vereinten Nationen. Zu den Vereinten Nationen, oft auch UN oder UNO abgekürzt, gehören 193 Länder. Das heißt, dass alle diese Länder zusammen die Vereinten Nationen bilden. Sie wollen zum Beispiel erreichen, dass auf der ganzen Welt Frieden herrscht und dass man zusammen Probleme löst. Manchmal trifft man sich hier in Genf, unterhält sich und entscheidet dann, wie sich zum Beispiel alle Länder für den Frieden auf der ganzen Welt einsetzen können. Übrigens, Deutschland gehört auch zu den Vereinten Nationen. Hier ist Raum 10. Hier trifft man sich, wenn man über die Menschenrechte redet. Also zum Beispiel darüber, dass alle Menschen gleich sind und es ist egal, welche Hautfarbe sie haben oder an welchen Gott sie glauben. Weil das nicht überall auf der Welt so ist, redet man darüber, wie man dieses Ziel erreichen kann. Vielleicht nehmen wir auch eine Postkarte mit Calvin-Briefmarke vom Wasser. Genf hat einen eigenen See, den Genfer See. Mitten im See gibt es eine Wasserfontäne, den Jet d'Eau. Er ist das Wahrzeichen der Stadt. Das heißt, wenn man diese Fontäne sieht, dann weiß man, dass das Genf ist. In Paris ist das zum Beispiel der Eiffelturm oder in Berlin das Brandenburger Tor. Natürlich kann man auch über den See fahren. Der ist richtig groß. Das geht zum Beispiel mit dem Tretboot. Da müsst ihr ordentlich treten, damit ihr vorankommt. Oder ihr leiht euch im Port Miniature, das heißt kleiner Hafen, ein Boot aus, mit dem ihr auf dem See fahrt. Oder ihr steigt in eine Mouette. Das ist ein kleines gelbes Boottaxi. So kommt man schnell von der einen Seite des Sees auf die andere. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Hat jemand eine Uhr? Nein?
wie gut, dass es hier in Genf die Blumenuhr gibt. Diese Blumenuhr ist die größte Blumenuhr, die es auf der Welt gibt. Und der Sekundenzeiger ist auch der größte, den es auf der Welt gibt. Fribo würde jetzt sagen, das sieht fribonisch genial aus. Schade, dass die Uhr nicht aus Holz ist. Unser Fazit? Calvin hat in einer tollen Stadt gelebt. Natürlich gab es das alles noch nicht, als er hier gelebt hat. Aber wir finden die Mischung aus alter Geschichte und dem neuen Genf auf jeden Fall eine Reise wert. Schön, dass ihr dabei sein konntet. Und wenn ihr mal mit euren Eltern nach Genf kommt, dann schreibt Fribo doch eine Postkarte. Wir steigen jetzt in ein Moet ein, düsen über das Wasser und geben zurück an Fribo und Dominik.